Hallo, ich hoffe, ihr könnt alle noch. Es ist ja, glaube ich, ein sehr langer Tag hier schon gewesen, aber sehr spannend. Ich bin leider erst seit heute Nachmittag hier dazugekommen, auch zum allerersten Mal hier und freue mich total, dass ich hier bin. Ich bin, glaube ich, jetzt auch wieder ein sehr großer Exot eigentlich. Ich komme, wie ja schon gesagt wurde, also vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, also ein wahnsinnig langer und sperriger Name. Es wird auch ein bisschen kompliziert immer, uns zu erklären, wer wir sind. Also wir sind im Prinzip, wenn man so möchte, so eine nachgeordnete Behörde vom Bundesbauministerium. Also ich bin tatsächlich beim Bund tätig und wir betreuen im Sinn, also für das Bundesbauministerium die unterschiedlichen Förderprogramme im Bereich einfach von, also von Bauen, von Stadt und Stadtentwicklung und von Raumplanung. Und andererseits, und das ist also unsere Haupttätigkeit auch, machen wir eine Politikberatung auch genau in diesen unterschiedlichen Themenbereichen für das Bauministerium. Das ist eigentlich im Prinzip auch so eine wechselseitige Beziehung, also dass wir natürlich durch die einzelnen Projekte, wo wir in den meisten Fällen einfach eine fachliche Begleitung leisten, natürlich unheimlich viel aus der Praxis lernen können und das dann natürlich immer dem Bundesbauministerium weiter übersetzen und andersherum aber natürlich auch Impulse, also top-down, bottom-up, das ist immer eine wechselseitige Beziehung, aber wir auch natürlich diese übergeordneten politischen Ziele mit diesen einzelnen Programmen natürlich umsetzen müssen. Das vielleicht so mal ganz kurz als Einführung. Das hier. Das ist sozusagen das Team im BBSR, also ganz kurz, was sich jetzt nur um ein ganz spezielles Programm, um Zukunft Bau, kümmert. Insgesamt sind wir 140 Mitarbeiter, also hier sind wir ungefähr 10. Und allgemein, also das ist ein Bereich auch im Rahmen dieser Politikberatung, die wir machen, beschäftigt sich das BBSR allgemein mit im Prinzip der Frage, also wie wir unsere Lebensräume zukunftsfähig gestalten können. Und ich weiß auch gar nicht, oder ich frage jetzt einfach mal auch hier in die Runde, wer kennt überhaupt das BBSR? Oder, das ist ja super. Wer kennt Zukunft Bau, also die Forschungsinitiative Zukunft Bau? Ach, Wahnsinn, super, das ist ja schon mal gut. Wer ist denn hier so Architekt, Planer, Ingenieur oder mit Bauen und Planen in allen Sinne beschäftigt? Auch recht viele. Ja, wunderbar, also toll. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, ich bin aber total angenehm überrascht und ich habe einfach ein großes Spektrum mitgebracht an unterschiedlichen Eindrücken. Ich werde von einigen Projekten berichten, vor allen Dingen also über zwei Förderprogramme berichten. Und ich hoffe, dass ich einfach ein paar Anregungen aus diesen Projekten euch mitgeben kann, auch vielleicht jetzt hier ganz konkret für die alte MU. Und natürlich, wer weiß, also vielleicht habt ihr ja auch selber vor, hier zu forschen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Einfach, ich fange mal an. Will nicht. Allgemein, also das, jetzt fange ich mit dem ersten Thema an, allgemein, und das ist, glaube ich, eine immer wiederkehrende Frage, also wie wollen wir wohnen? Also wollen wir vielleicht so wohnen? Das ist im asiatischen Raum mit Sicherheit eine relativ verbreitete Wohnform. Also möchte man auf sehr beengten Raum wohnen oder muss man vielleicht auf sehr beengten Raum wohnen? Möchte man mit mehreren zusammen wohnen? Möchte man alleine wohnen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns im Institut auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe jetzt hier einfach mal eine Karte von den Kollegen, also ich bin ja überhaupt nicht Experte, muss ich gleich sagen, mitgebracht, die sich vor allen Dingen um die Wohnungsmärkte kümmern, also die zum einen die ganzen unterschiedlichen Entwicklungen beobachten und zum anderen aber auch in die Zukunft blicken und untersuchen wollen, wie muss die Politik handeln, dass zum Beispiel nicht sich noch stärker diese angespannten Wohnungsmärkte entwickeln. Und eigentlich sieht man hier bei diesen sehr dunkelroten oder orangenen eingefärbten Regionen, dass dort die Situation sehr angespannt ist. Also das sind jetzt hier einfach mal die Angebotsmieten aus dem Jahr 2015. Das sind uns ja eigentlich, also das sind ja diese ganz klassischen Regionen, also vor allen Dingen im Süden, München, Stuttgart, dann aber auch um Frankfurt, Wiesbaden, Mainz herum, dann die Rheinschiene, Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Kiel ist zumindest auch orange, also ist natürlich auch nicht ganz unentspannt hier. Also eigentlich das ja im Prinzip in jedem Ballungszentrum und vor allen Dingen auch, in jedem Ballungszentrum wir natürlich momentan, wir kennen es ja auch sowieso alle aus den Pressen zu, gute
mit der Wohnungssituation zu kämpfen haben. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, einerseits ist es natürlich auch eine gewisse Entwicklung, die durch Spekulation, durch die unterschiedliche Konstellation auf den Märkten zustande gekommen ist. Andererseits aber vielleicht auch, dass wir an sich unser Wohnbedürfnis vielleicht auch verändert haben und einfach hier so der Vergleich, der internationale Vergleich, wir bewohnen mittlerweile also relativ viel Fläche pro Person. Berlin mit 41 Quadratmeter ist da mehr oder weniger im Mittelfeld, vielleicht auch schon etwas weiter oben im internationalen Vergleich. Ich war relativ erstaunt, dass jetzt Oslo doch relativ hoch liegt. Aber wie man ja auch schon an dem Anfangsbild sah, Asien hat da eine ganz, ganz andere Rate pro Quadratmeter, pro Person. Und das ist jetzt hier mal nur eine ganz kleine Spanne. Also es sind ja die letzten jetzt 17 Jahre oder jetzt einfach nur eine Spanne von ungefähr 15 Jahren. Und da sieht man einfach, dass wir früher also von diesen rund 40 Quadratmetern heute schon auf 45 oder jenseits von 45 Quadratmeter gelandet sind. Also dass einfach auch mehr Fläche pro Person zur Verfügung steht, was unterschiedliche Gründe natürlich hat. Hier sieht man einfach mal vom Statistischen Bundesamt, eine Übersicht über die Anzahl oder die Haushalt, die Haushaltszusammensetzung. Und man sieht einfach, dass vor allen Dingen Ein- und Zwei-Personen-Haushalte, also das sind hier, momentan ungefähr 75% ausmachen und dann als Prognose in 2030 tatsächlich schon über 80% liegen. Also da sind die meisten Ein-Personen-Haushalte liegen dann meistens auch also bei denjenigen, die älter als 60 Jahre alt sind. Man kennt das natürlich, dass sehr viele Senioren oder Senioren vielleicht im Einfamilienhaus nur noch alleine wohnen. Und eigentlich muss man fast so feststellen, dass im Prinzip unser Wohnraum, den wir momentan haben, nicht immer eigentlich optimal für die jeweilige Lebenssituation vorhanden ist. Das hat auch, also das eine sind diese Effekte, die mit dem Alter zusammenhängen. Das andere ist aber mit Sicherheit auch unser Familienverständnis oder unser Familienbild. Das hat sich auch gewandelt natürlich. Also eigentlich sind wir ja gar nicht mehr oder leben wir ja auch nicht mehr unbedingt nur in diesen klassischen Kernfamilien zusammen, so wie ja auch eigentlich unser ganzes Steuersystem aufgebaut ist seit den 50er Jahren. Also dass wir Vater, Mutter, Kinder zu haben, sondern man lebt mit mehreren zusammen, hat aber trotzdem, oder man lebt vielleicht auch ganz alleine zusammen, hat aber trotzdem immer auch jeweils ein anderes vielleicht Verständnis auch von Gemeinschaft oder vom kooperativen Wohnen. Hier nochmal nur eine kurze Karte, oder in welchen Regionen, da sieht man halt einfach auch dieses sehr starke Land- und Stadt auch Gefälle, sehr viele ältere Menschen wohnen, also man sieht es vor allen Dingen hier im Osten, also in diesen sehr dunkellila Bereichen, dass dort sehr viele, also dass wir auch einfach sehr große Gegensätze momentan haben zwischen Stadt und Land und die Bevölkerung sich sozusagen ja nicht sehr, sehr gleichmäßig über das gesamte Land entwickelt. Wir werden älter und wir werden gleichzeitig aber auch mobiler. Also dass wir sehr viel pendeln, man sieht es auch, das sind eigentlich alle jetzt hier sehr lila oder blau eingefärbten Flächen, also das sind die Flächen, wo besonders starke oder sehr lange Pendlerdistanzen zu überwinden sind. Auch natürlich wieder sieht man sehr schön diesen Unterschied zwischen ländlichen und natürlich diesen Metropolregionen, wo die Pendlerdistanzen etwas kürzer sind, aber dass wir einfach unheimlich viel pendeln. Und es gab ja auch in letzter Zeit sehr viele Berichte dazu. Ich glaube, im Durchschnitt ist jeder 17 Minuten am Tag für einen Weg sozusagen unterwegs in Deutschland. Das alles hat natürlich dann auch mit unserem Leben, also mit unseren Wohnräumen beziehungsweise allgemein mit unseren Lebensräumen zu tun. Und wir fragen uns einfach sozusagen im Institut, also wie kann jetzt das Bauwesen darauf reagieren und wie kann das Bauen zukunftsgerichtet wie kann das Bauen zukünftig ausgerichtet sein, damit man einfach auch wirklich den künftigen Generationen gerecht leben kann. Das
ganz kurz noch, also ich hatte es ja schon gerade erwähnt, also was das BBSR ist, und im BBSR betreuen wir die Forschungsinitiative Zukunft Bau. Das ist einfach ein Titel, unter dem mehrere Förderprogramme untergeordnet sind, und Zukunft Bau wurde ins Leben gerufen vor 10 Jahren, um die Bauwirtschaft in Deutschland oder das Bau- und Planungswesen in Deutschland allgemein zu unterstützen in seiner Innovationsfähigkeit, in seiner Wettbewerbsfähigkeit, natürlich auch international gesehen. Und man möchte einfach die relativ oder normalerweise relativ klein strukturierte Bauwirtschaft, also es gibt ja sehr, sehr viele kleine Büros, kleine Initiativen, auch vielleicht hier so wie die alte MU, und die möchte man einfach unterstützen, um ja wirklich im Wettbewerb und auch um zukunftsgerichtet agieren zu können. Es gibt 4 Programmsäulen, da will ich jetzt auch alles gar nicht weiter drauf eingehen, aber einfach nur so ein bisschen zu verstehen, wie da der Bund arbeitet. Also einerseits gibt es natürlich sehr viele Aufträge, die wir vergeben tatsächlich, um gewisse politische Ziele auch auszuloten, um Gutachten zu erstellen, und das wäre die klassische Ressortforschung. Aber daneben gibt es halt einfach dieses Förderinstrument des Bundes, wo dann unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Zielrichtungen verfolgt werden. Und eins von diesen Projekten ist dieses Vario-Wohnprogramm, was seit 2015 ins Leben gerufen wurde. Und bei dem Vario-Wohnprogramm geht es darum, also dass man zum einen nachhaltigen und andererseits aber auch bezahlbaren Wohnraum schafft. Das ist ein Modellvorhabenprogramm, also es ist jetzt nicht ein klassisches Wohnraumförderprogramm, wie wir es aus den unterschiedlichen Ländern kennen. Also da haben ja auch die Länder sozusagen die Hoheit drüber, sondern wir wollten jetzt von Bundesseite ganz besonders innovative Konzepte fördern, die tatsächlich diesen, muss man sagen, Spagat schaffen, also einerseits recht innovativen Wohnraum herzustellen und andererseits aber auch das zu sehr günstigen Mieten oder bezahlbaren Mieten anbieten zu können. Und man hat jetzt gesagt, dass man erstmal das bei einem kleinen Programm ausprobieren möchte und hat jetzt die Bevölkerungsgruppe Studierende und Auszubildende erstmal gewählt und hat gesagt, dass man ganz spezifisch für die Wohnraum schaffen möchte, weil die natürlich auch es besonders schwer haben, auf dem Markt überhaupt eine Wohnung zu finden. Und die Höchstmieten, die in diesem Programm überhaupt von den einzelnen Akteuren genommen werden können, sind nämlich, also liegen bei 300 Euro im Monat. Und da weiß man einfach schon, wenn man den ganz normalen Markt kennt, dass das halt unheimlich schwierig ist zu erreichen, also einzuhalten, diese 300 Euro im Monat pro Person. Und zeigt einfach auch, also dass wir wirklich, oder dass der Bund sozusagen sehr ausloten möchte, was ist überhaupt möglich? Also kann man überhaupt noch mit diesen 300 Euro pro Monat Miete adäquaten Wohnraum schaffen, beziehungsweise auch einen sehr anspruchsvollen Wohnraum, der zugleich also auch innovativ ist. Aber es geht. Also sonst ständig nicht hier, beziehungsweise wir haben wir hoffen, dass wir ungefähr 30 Projekte fördern. Das ist ein sehr langer Prozess, weil wir erst die Projekte fördern, oder wir fördern im Prinzip nur den Bau und nicht die Planung der einzelnen Projekte, aber wir sind seit Anfang an sozusagen bei den einzelnen Projekten mit dabei. Und wir hoffen, dass wir, dass diese 30 Projekte dann auch tatsächlich sozusagen in die Förderung dann kommen werden. Das ist ja auch immer jeweils ein recht langer Weg. Und noch ein, der Clou sozusagen von diesem Vario-Wohnprogramm, der Name sagt es auch schon, ist, dass man einen variablen Wohnungsraum schaffen möchte, also dass man jetzt erstmal in der Erstnutzung tatsächlich also für Studierende und Auszubildende den Wohnraum schafft und dass dann aber auch je nach Akteurskonstellation den Wohnraum eventuell anpassen kann, leicht anpassen kann für Familien, vielleicht für anerkannte Flüchtlinge, für Ältere. Also das ist je nach, also wir haben zum Beispiel einige Studierendenwerke, die wollen natürlich oder die rechnen eher damit, dass sie 30 Jahre lang auch tatsächlich ihre Wohnungen für Studierende natürlich zur Verfügung stellen. Andererseits gibt es aber auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die sehr klar damit planen. Also wir haben ja eine Bindungsfrist von 10 Jahren, also 10 Jahre muss es für Studierende und Auszubildende sein. Und danach rechnen die tatsächlich auch schon damit, dass sie vielleicht größere Wohnungen oder andere Gemeinschaften da unterbringen. Das Besondere, das sieht man auch, also dass wir keine klassische Wohnraumförderung sind, ist bei diesem Programm,
dass wir tatsächlich nur so Innovationen in Anführungsstrichen fördern wollen, also dass man nur einen Zuschuss bekommt für innovative Investitionen und andererseits und das ist halt der Schwerpunkt, also das ist, deswegen arbeiten wir sozusagen ja auch im Bundesinstitut damit, dass wir Forschungsleistungen um diese Projekte herum wirklich zu 100% eigentlich fördern. Und das heißt also, dass es bei jedem Projekt gibt es immer einen Forscher, also der von Anfang an dieses gesamte Projekt betreut, diesen gesamten Prozess eigentlich dokumentiert und natürlich auch nochmal vielleicht anders auf ein Projekt guckt, als es jetzt vielleicht ein normaler Bauherr oder ein professioneller Bauherr macht und auch natürlich noch gewisse Impulse in die Projekte bringen kann. Und übergeordnet über die einzelnen Projekte haben wir auch nochmal eine große Begleitforschung, die dann natürlich diese gesamten unterschiedlichen Erkenntnisse sammelt und guckt, welche vielleicht Gemeinsamkeiten gibt es, welche Unterschiede gibt es und das nochmal alles dann analysiert in Zusammenarbeit mit uns. Hier sind einige, also der möglichen Projekte. Wir haben bisher 7 Projekte in der Förderung. Die weiteren werden aber alle noch bis Ende dieses Jahres folgen. In Kiel ist keins. Aber wir haben in Hamburg wahrscheinlich 2. In Bremerhaven wird auch noch 1 kommen. Und das sind tatsächlich auch wirklich jeweils sehr, sehr spannende Projekte. Dann, man kann einfach unterschiedliche Innovationsbausteine oder für unterschiedliche Innovationsbausteine hier eine Förderung bekommen. Ich will jetzt hier gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Hier nur vielleicht eins, also es geht vor allen Dingen auch darum, recht schnell Wohnraum zu schaffen. Also man möchte natürlich jetzt reagieren, weil wir jetzt ja natürlich auch diesen Bedarf haben in den Städten oder in den Ballungszentren. Und deshalb geht es hier auch sehr viel um Vorfertigung. Es ist gar nicht mal nur, dass man jetzt unbedingt ein wirkliches Raummodul, also modulares Bauen verfolgen möchte. Aber schon, welches Maß an Vorfertigung ist vielleicht sowieso heute schon üblich. Also es wird auch extrem viel ja eigentlich an vielen Bauten ja schon vorgefertigt. Und vielleicht gibt es auch, also oder wir haben auch manche Projekte, die ganz bewusst zum Beispiel Industriebauten, also oder die Bauweise von Industriebauten verfolgen, einfach um im Prinzip auch eine Art Experiment zu untersuchen, wie weit das jetzt auch wirklich für den Wohnraum adäquat ist. Andererseits auch bewusst so eine Bauweise gewählt haben, weil momentan einfach der Markt, also der Baumarkt so eng ist, im Bereich von Wohnungsbauten, dass man vielleicht wirklich tatsächlich andere Firmen damit ansprechen kann und da dann vielleicht auch noch vernünftige Preise beziehungsweise auch einfach Bauzeiten mit erzielen kann. Es gibt so, also viele oder einige Projekte haben vorgefertigte Barzellen und so weiter, also unterschiedliche Fassadenkonstruktionen. Es werden sehr viele unterschiedliche, wir wollen einfach auch sehr viele unterschiedliche Wege aufzeigen, wie Bauzeiten verkürzt werden können. Dann Gemeinschaftsfläche, also es geht da vor allen Dingen auch drum, also wie viel Fläche braucht der Einzelne überhaupt, wie viel Fläche braucht die Gemeinschaft. Da sind auch sehr viele unterschiedliche Konzepte. Wir waren recht erstaunt, also bei den meisten Projekten gehen sehr viele davon aus, dass man an sich erstmal nicht in einer WG wohnt, sondern dass man tatsächlich eher für sich alleine vielleicht einen Raum hat, dann aber der sehr minimal aufgebaut ist und dass es dann halt recht viel Fläche für die Gemeinschaft gibt. Und also das ist jetzt hier ein Projektbeispiel. Die haben sogar diesen großen Gemeinschaftsraum, der eigentlich wie der Schließungsflur vor allen Apartments liegt, die Allmende genannt. Und dahinter staffelt sich dann ein sehr schmaler, aber schon vom Raumgedanken her, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so richtig hier sieht, sehr ausgeklügelter Raum dahinter, also mit solchen unterschiedlichen Konzepten. Also solche unterschiedliche Konzepte sollen auch im Rahmen dieses Programms untersucht werden. Dann auch die Nachnutzung, was ich halt ja gerade schon sagte, dass bei einigen ja wirklich das richtig geplant ist, dass man vielleicht so ein Einzelapartment nachher umbaut und das möglichst, also mit sehr wenigen Eingriffen umbauen kann und dass man zum Beispiel bei so einer Schottenweise dann einfach 2 Schotten zusammenlegt und unterschiedliche Durchbrüche von vornherein einfach geplant hat und die nur in Trockenbauweisen dann ausführt. Das ist vielleicht so ganz kurz. Wir hoffen, dass wir jetzt ab dem nächsten Jahr da viele neue Erkenntnisse sammeln können. Wir werden das alles auch immer veröffentlichen. Es gibt unterschiedliche Veranstaltungen dazu und da ist auch jeder Interessierte herzlich eingeladen. Die Projektauswahl hat schon stattgefunden. Also man kann sich jetzt leider nicht mehr bewerben für die Projekte, aber
Natürlich kann jeder gerne den gesamten Prozess mitverfolgen. Dann als anderes Standbein von Zukunft Bau, und das ist eigentlich auch das Klassische, ist die Forschungsförderung. Also wir fördern üblicherweise Forschungsprojekte, die von Hochschulinstituten, von Forschungsinstituten durchgeführt werden, vielleicht im Verbund mit einzelnen Unternehmen oder der Bauwirtschaft oder aber auch wirklich von jedermann, der einfach auf dem Gebiet der Bauforschung tätig ist oder sich dafür interessiert. Und da möchte ich einfach ein paar Projekte vorstellen, die jetzt vielleicht auch besonders für euch interessant sein können, wo als Anregung vielleicht, wie man Bauforschung betreiben kann. Wir haben, das passt nämlich jetzt sogar ganz gut, wir haben eine neue Förderrunde eröffnet. Also in jedem Jahr gibt es immer sozusagen einen Förderaufruf. Das ist wie eine Art Wettbewerb. Und bis Ende November kann man Anträge stellen auf eine Förderung. Das heißt, das ist ein Zuschuss. Man muss Eigenmittel auch mitbringen. Also das ist, der Zuschuss ist relativ begrenzt. Wir sind auch eine relativ kleinteilige Förderung und vergeben nicht Millionenbeträge, also pro Projekt. Aber das hat auch gezeigt einfach, dass wir dadurch relativ interessante und auch wirklich sehr engagierte Projekte quasi unterstützen können. Als neuen Impuls, also es gibt immer unterschiedliche Themenschwerpunkte, ich will das jetzt alles gar nicht weiter ausbreiten, aber als neue Themenschwerpunkte hat man auch, und das passt vielleicht jetzt hier auch ganz gut rein in den Rahmen, für dieses Jahr Mehrwerte für Architektur und Stadtraum, Gestaltungsqualitäten ausgewählt, einfach auch, weil das Ministerium ganz klar gesagt hat, dass gerade dieser klassische Städtebau oder die Gestaltung auch des öffentlichen Raumes, was jetzt vielleicht bei dem Bauwesen an sich erstmal nicht ganz im Fokus immer steht, und dass das aber tatsächlich in den Städten ja relativ in der vergangenen Zeit vernachlässigt wurde und dass man da ganz klar sagen möchte, hier möchte man wirklich vorbildliche Projekte oder auch Forschung betreiben, wie das in Zukunft oder auch schon heute aussehen kann. Und natürlich aber auch wollen wir unterschiedliche Visionen oder auch Perspektiven für das Bauen und Planen in Zukunft fördern. Ein Projekt, da habe ich auch eine Broschüre mitgebracht, die sind auch immer alle, also die unterschiedlichen Endberichte von den einzelnen Forschungsprojekten kann man bei uns immer herunterladen, kostenfrei auf der Homepage. Andererseits kann man auch sich natürlich auch in Papierform ein Exemplar bestellen. Ich kann es auch gerne gleich jemandem geben. Das ist jetzt hier ein Forschungsprojekt vom mittlerweile leider verstorbenen Professor Hegger von der TU Darmstadt, die tatsächlich wirklich soziale Nachhaltigkeitskriterien beim Bauen untersuchen wollten. Was ja sehr schwer ist, man kann es nicht quantifizieren. Also es gibt ja unterschiedliche Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, die natürlich diese soziale Qualität von den Projekten auch immer untersuchen möchte. Aber das sind natürlich sehr viele weiche Faktoren. Und die haben sich 17 Wohnungsbauprojekte rausgesucht, die alle, also schon längst gebaut worden sind, schon lange im Betrieb sind, die alle einen Bauherrenpreis gewonnen haben, also wovon man ausgegangen ist, okay, die haben auch schon einen gewissen Anspruch und auch eine gewisse Baukultur oder Bauqualität verfolgt und hat einfach untersucht, welche Erfolgsfaktoren gab es da, welche Probleme gab es da. Hier ist ein Beispiel, also von einem Generationenwohnprojekt aus Dortmund. Also einerseits hat man das natürlich planerisch angefasst und erstmal nochmal untersucht, welche Planungsprinzipien da eine Rolle spielten. Dann hat man aber vor allen Dingen sehr viele Interviews mit den jeweiligen Bewohnern oder auch Akteuren vor Ort gemacht und zu den unterschiedlichen hier Überpunkten, also Planungsprozess, Gemeinschaft, Nutzungskonflikte, Kosten, Standort, Haus und Umwelt, also eigentlich diese ganzen Nachbarschaftsqualitäten untersucht, wie gut die jeweiligen Projekte funktionieren. Und insgesamt ist es, also es sah eigentlich ein sehr schöner Leitfaden raus entstanden, oder mit vielleicht einigen Anregungen, auf welche Dinge man vielleicht besonders nochmal achten kann, wenn man jeweils ein Projekt plant. Und hier sind einfach nur so Beispiele. Also es war hier zum Beispiel ein Projekt mit einer Laubenganggerschließung. Wie breit muss ein Laubengang sein, damit er tatsächlich nicht nur Erschließungsfläche ist, sondern auch bestimmte Aufenthaltsqualitäten besitzt und so weiter. Dann, das passte jetzt auch zu diesem Vario-Wohnprogramm, haben wir auch, das ist auch schon ein älteres Forschungsprojekt,
ein Projekt gefördert von dem Professor Jocher von der Universität Stuttgart, wo es eigentlich darum geht, oder die These vom Professor Jocher ist auch, dass wir dass der Wohnraum heutzutage nicht anpasst oder nicht adäquat ist zu unseren gesellschaftlichen Bedürfnissen. Das heißt, dass eigentlich der Wohnraum überhaupt gar nicht ausgerichtet ist, dass man tatsächlich auch im Alter richtig gut dorthin wohnen kann. Und was er verfolgt, ist, dass man nicht stoisch sozusagen die unterschiedlichen DIN-Normen für barrierefreies Bauen anwendet, sondern dass man einfach einen Wohnraum schafft, der anpassbar ist, der sozusagen auch ja lebenslauftauglich ist und mit den einzelnen Bedürfnissen mitwachsen kann. Und das ist ein dynamisches Konzept von Ready, so hat er es genannt, Ready einfach vorbereitet sein für das altengerechte Wohnen. Und er hat da unterschiedliche Stufen geschaffen, wie man Barrierefreiheit schon von Anfang an, wenn man etwas neu plant, beachten kann. Hier nur mal so ein Beispiel, also hier ist ein Grundriss und zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt relativ großes Treppenhaus plant, dass man vielleicht auch schon mitdenkt, okay, vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwann, wir haben momentan vielleicht kein Geld oder wollen das aus unterschiedlichen Gründen noch nicht, einen Aufzug bauen, aber wir planen schon mal zumindest, dass dort eine Fläche wäre, wo man einen Aufzug bauen könnte. Und denkt einfach so ein bisschen mit, dass man gewisse Wände in Trockenbauweise und wo auch immer recht schnell entfernbar plant. Und Bäder natürlich auch dementsprechend, Bäder sind natürlich da auch immer sehr ein großes Thema, anpassbar macht und dann mit relativ kleinen baulichen Maßnahmen dann eine Wohnung auch tatsächlich zumindest Besucher geeignet, so ist es, das ist auch immer ein Wort von ihm, also wo jemand, der vielleicht sich jetzt nicht dauerhaft mit einem Rollator oder Rollstuhl in dieser Wohnung aufhält, aber trotz alledem diese Wohnung einfach auch betreten und besuchen kann. Dann haben wir noch ein anderes Projekt, das kennen glaube ich vielleicht auch einige sowieso schon hier. Das ist ein Projekt von einem Architekturbüro, was also als Forscher dort aufgetreten ist. Das ist das Architekturbüro Reichenbach-Behnisch-Architekten in Leipzig. Die haben das Tapetenwerk, das ist auch eine ehemalige Tapetenfabrik, wie der Name es ja auch schon sagt, haben das umgebaut, also mit ganz kleinen Maßnahmen. Und der Titel sagt es ja auch schon, niedrigschwellige Instandsetzung, und haben aus dem ja, Gedankengut, was sie dort, oder aus den Erfahrungen, die dort gesammelt haben bei diesem Umbau, nochmal weitere Projekte gesucht, die genau ähnlich eigentlich mit sehr wenigen Mitteln versucht haben, solche Industriebachen vor allen Dingen also für die Kreativwirtschaft nutzbar zu machen, und haben erstmal unterschiedliche Modellprojekte rausgesucht, dann daraus einen Bauteilkatalog entwickelt, also wo wirklich unterschiedliche Außenwände, Innenwände, also die sehr klassisch eigentlich bei diesen älteren Industriehallen, die vielleicht noch leer stehen oder die vielleicht bisher nur in einer Zwischennutzung, wenn überhaupt, bespielt werden, wo so klassische Sanierungsfälle aufgelistet werden oder wie man damit umgehen kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht ganz viel sozusagen vom Bauen zu oder mit dem Bauen zu tun hat, damit einfach vor allen Dingen so relativ kleine Initiativen wirklich einen Leitfaden für sich haben, wie man mit solchen Industriebrachen umgeht. Und diesen Bauteilkatalog, das ist jetzt ganz aktuell, den bringen wir gerade auch als eine Broschüre heraus, und der wird also ab Mitte Oktober tatsächlich auch erhältlich sein. Also den kann man gerne bei uns auch bestellen oder auch im Internet abrufen. Und das ist eigentlich ein sehr tolles Projekt, ich glaube, weil sehr viele sich angeregt oder angesprochen fühlen. Es gab jetzt auch einen kleinen Wettbewerb, das ist auch noch ein Teil des Forschungsprojektes, wo das Büro quasi mit seinen Erfahrungen jetzt auch einzelne Modellprojekte betreut und einfach ja auch anbietet, dass man eine Begleitung quasi innerhalb dieser Umbauphase dann durch die Forscher bekommen kann. Dann, das sind vielleicht jetzt eher so ein paar klassische Projekte, mit denen wir sonst eigentlich immer hantieren. Also wir kommen eigentlich aus der Hightech-Strategie der Bundesregierung, daraus ist eigentlich mal diese ganze Forschungsinitiative entstanden, und natürlich wollte man vor allen Dingen ja Technik fördern, aber ich habe auch ganz bewusst heute andere Projekte vor allen Dingen in den Fokus gerückt, weil natürlich Bauen und Planen nicht nur aus Technik besteht, sondern natürlich aus ganz vielen anderen Aspekten. Aber hier haben wir ein Projekt, was sehr schön ist, weil ich weiß nicht, ob jemand den Professor Achim Menges kennt, der sich sehr viel mit dem computerbasierten
Bauen beschäftigt und Entwerfen beschäftigt und in der Robotik, vor allen Dingen in Deutschland, ja, relativ viele und gute Kenntnisse besitzt und das versucht einfach auch auf ganz einfache Bauweisen wie die Massivholzbauweise zu übertragen, wie man mit solchen Robotern relativ leicht und auch aber auch kostengünstig ja, bauen kann in Deutschland. Und in Zusammenarbeit mit dem Professor Hans Drexler von der Jade-Hochschule in Oldenburg haben die ein Projekt gemacht, wo die jetzt einen kleinen Pavillon bauen aus also Massivholz, wirklich auch einen hochdämmenden Pavillon bauen, der von Studierenden einerseits gebaut wird, die dann auch diese einzelnen Roboter bedienen, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit diesen Robotern das den Pavillon bauen, und das ist gleichzeitig auch ein Projekt der IBA Thüringen, also oder die sind Kandidat bei der IBA Thüringen, und es ist geplant, dass dann, oder momentan wird dieser Pavillon tatsächlich gebaut. Das ist hier mal ein Eindruck aus der Lagerhalle, wo da einzelne Elemente schon zusammengesetzt werden, die vorher von Robotern tatsächlich auch schon ja, bearbeitet worden sind, und dieser Pavillon wird dann während der IBA Thüringen an unterschiedlichen Standorten dort stehen. Und man wird auch versuchen, unterschiedliche, ja, tatsächlich Versuche, was das bauphysikalische Verhalten von Massivholz mit diesen neuen Fertigungsmethoden angeht, ja, wirklich zu dokumentieren und so, ja, und dann daraus auch einen kleinen Leitfaden möchte man daraus erstellen. Dann nochmal ein anderes Projekt. Wir wohnen natürlich immer, also wir wohnen viel in der Stadt, wir wohnen sehr dicht in der Stadt, und gleichzeitig bringt das ja auch ein Bedürfnis, also an Grün, mit in die Städte, und das ist auch ein wunderschönes Projekt eigentlich von auch der TU Darmstadt jetzt wieder, wo es eigentlich um Gebäudebegrünung geht, auf ganz, also, und das ist auch ein Leitfaden, wenn man so möchte, wo erklärt wird, welche unterschiedlichen Effekte sowohl gestalterischer Natur als auch wirtschaftlicher Natur, als auch ja, die Einflüsse auf das Stadtklima allgemein, auf das Wohnklima, Begrünung am Gebäude haben kann. Es werden die unterschiedlichsten Pflanzenarten auseinandergenommen. Und man erhält einfach einen relativ guten Überblick darüber, was Begrünung schaffen kann, und auch erste Anknüpfungspunkte, welche Pflanzarten wofür besonders gut geeignet sind und was die dann halt aufs Gebäude zum Beispiel, also als Kühlung oder auch Schallschutz, ja, bewirken können. Dann noch mal wieder was ganz anderes. Also wir versuchen natürlich auch immer Projekte zu fördern, die nochmal aus ganz anderen Perspektiven vielleicht auf das Bauen gucken. Das ist jetzt hier nämlich ein sehr schönes Beispiel. Das ist von der Professorin Heike Klussmann, als eine Künstlerin von der Universität Kassel, die tatsächlich einfach so immer diese Grundidee hatte, sie möchte ganz einfach mit ganz einfachen Mitteln Strom am Gebäude direkt generieren, und hat es tatsächlich auch geschafft, also Sonnenstrom aus Beton, ein Discrete, so heißt das, zu entwickeln. Das ist im Prinzip, ich will es gar nicht ganz genau erklären, ganz vereinfacht gesagt, ist das eine Mischung im Prinzip aus Fruchtsaft, Zahnpasta und unterschiedlichen Dingen, die auf Beton geschmiert werden. Also das war wirklich so die Grundherangehensweise. Aber es wurde schon ganz bewusst ein chemischer Prozess dort hervorgerufen, der so ein bisschen an der Photosynthese angelehnt ist. Da gibt es unterschiedliche Voruntersuchungen schon, und sie hat mit einem sehr interdisziplinären Team, also aus Chemikern, aus Künstlern, aus Architekten, aus Planern, aus, ich weiß gar nicht, was sonst noch dabei waren, aber sehr vielen wirklich unterschiedlichen Leuten es geschafft, dass es tatsächlich funktioniert. Also man kann aus dieser Mischung Strom generieren, und es ist jetzt sogar geplant, und das freut uns sehr, also dass es ein Gebäude geben werden wird, wo tatsächlich das ausprobiert wird. Der Wirkungsgrad ist natürlich ein relativ geringer, aber man, also durch unterschiedliche Maßnahmen haben die den schon extrem erhöht. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel auf ganz andere Flächen vorstellt, also sprich vielleicht auf Schallschutzwände, an Autobahnen oder sonst wo, also wo man wirklich relativ viel Fläche hat, da kann man schon auch mit einem geringen Wirkungsgrad unheimlich viel erreichen. Das ist ein, ja, sehr, einerseits sehr schönes Projekt, einerseits, also teilweise sehr poetisch schon, andererseits aber mit einem wirklich großen Nutzen. Und jetzt gibt es ein Folgeprojekt sogar davon, weil einfach
diese Schicht auf dem Beton hat natürlich auch ja, viele Wartungszyklen, ist immer der Witterung ausgesetzt, wird wahrscheinlich auch nur 1-2 Jahre erstmal so richtig so gut funktionieren. Also das heißt, dass es relativ oft immer erneuert werden müsste und deswegen wird jetzt auch gerade am selben Lehrstuhl ein Fassadenroboter entwickelt. Das ist jetzt einfach nur ein Bild von unserem Messestand auf der Bau in München. Ganz, also am Anfang dieses Jahres waren wir dort und haben das Projekt vorgestellt. Da war es gerade noch am Anfang. Also man sieht, das ist jetzt hier, dass einfach an einem Roboter eine Druckerpatrone angebracht worden und der druckt aber mit ganz herkömmlicher Druckerfarbe gerade diese einzelnen Punkte auf eine große Fläche. Aber es ist tatsächlich geplant und die sind auch momentan sehr in der Entwicklung daran, dass das dann also wirklich in Zukunft ja, so ein, diese Schicht quasi immer auf den Fassaden auftragen kann. Es gibt ja einige Robotersysteme schon, also man kennt das vielleicht aus der Fassadenreinigung. Das ist natürlich alles etwas daran angelehnt, aber durch diese Druckdüse und so weiter kommen dann natürlich noch ganz viele andere Anforderungen hinzu. Ja, alles Weitere kann man bei uns auf der Homepage, also ganz einfach, forschungsinitiative.de nachlesen. Dort sind dann auch die einzelnen Links zu den unterschiedlichen Forschungsprojekten vorhanden. Wie gesagt, wir haben diesen Förderaufruf und allgemein ist es, also untersuchen wir einfach, also welche Ansätze und Konzepte sich bewähren, was man weiter verfolgen sollte. Und das ist natürlich eine Sache, also wir haben einerseits natürlich diese einzelnen Projekte, die wir betreuen, aber andererseits versuchen wir einfach natürlich darüber zu diskutieren und zu verhandeln, wie können wir das Bauen zukunftsfähig gestalten und haben unterschiedliche Veranstaltungen, wollen natürlich mit den unterschiedlichen Akteuren immer in Kontakt bleiben und vielen Dank.